Wie? Wer habe ich? Ob ich einen habe? Was? Sorry, nochmal. Was? Wie bitte? Sorry. Was? Meistens. Aber nicht immer. Ja. Nein, überhaupt gar nicht. Ja, ich. Mein Mann nicht. Ich schlafe ein bisschen wenig, aber... Ja, ja. Ja, mehr oder weniger für das Alter. Ja, ja schon meistens. Meistens ja. Schon, ja. Eigentlich weniger. Ja, das habe ich. Ja, definitiv. Weil ich meistens zufrieden bin mit rundum so. Ja, und Ruhe haben im Schlafzimmer. Wenn ich glücklich bin und mega müde. Wenn ich den Frieden in mir habe. Ja, keine Ahnung, wenn ich so vielleicht am Tag Sport gemacht habe und dann ein bisschen kaputt bin. Wenn ich mich entspannen kann vorher, wenn ich zum Beispiel noch ein Buch lese, bevor ich einschlafe. Wenn ich weiss, dass ich nicht arbeiten muss am nächsten Tag. Ja, wenn sie den ganzen Tag eine Bergwanderung gemacht haben und relativ viel aktiv sind körperlich, haben sie einen besseren Schlaf, als wenn sie etwas vor dem Fernseher hocken. Wenn ich nicht noch an Sachen denken muss, wenn ich das Gefühl habe, es ist alles erledigt und alles gut. Wenn der Vortag anstrengend ist, weil ich ab und zu auch mal gerne glücklich bin und dann schlafe ich gut. Wenn es rattert, so, oder ja, wenn ich etwas im Kopf habe, wo man nachher geht. Es ist einfach mit dem Alter, muss man auch nicht mehr so lange schlafen. Mein Handy ist immer am Läuten. Wenn ich einfach Gedanken nicht abschalten kann und immer noch denke, was muss ich am nächsten Tag wieder machen. Wenn ich im Ausgang war. Wenn mich etwas tut, beschäftigen. Ja, wenn du nächsten Tag weißt, dass etwas mega Wichtiges dran ist. Ja, wenn du nervös bist, gell? Ja, voll, wenn man krank ist, dann kann man manchmal nicht pennen. Eventuell, weil ich irgendwelche Unruhe in mir haben. Wenn ich traurig bin oder Stress habe. Wenn wir zu spät Nacht gegessen haben und ein bisschen mehr als eine Flasche kommen. Oder wenn es easy heiß ist. Oder kalt. Ja, mit einem gewissen Alter müssen sie nachts etwa mal aufstehen. Aber ich kann wieder einschlafen. Sehr wichtig. Also ohne guten, tiefen Schlaf kann ich nicht funktionieren. Ja, ein guter Schlaf ist wichtig, das ist Erholung. Schon wichtig, weil man sich nachher am nächsten Tag viel besser fühlt. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass man auch fit durch den Tag kommt. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Er ist mir sehr wichtig. Ich merke auch, dass ich am nächsten Tag viel mehr Power habe, wenn ich mal gut geschlafen habe. Sehr wichtig. Es ist Erholung. Schlaf ist Erholung. Ich schlafe etwas sehr Wichtiges für die Lebensqualität. Ja, schon wichtig. Das ist sehr wichtig. Der Schlaf ist die Grundbasis für ein gutes Leben.